Hallo und herzlich willkommen. Heute stelle ich dir mal drei KI-Tools vor, die ich momentan sehr spannend finde und die ich selber für meine Arbeit nutze oder in der Zukunft nutzen werde. Das erste Tool hilft euch dabei, aus unbewegten Bildern, also aus Fotos oder irgendwelchen Grafiken, Bewegtbildmaterial zu erstellen. Damit kann man sehr coole Resultate erzielen. Beim zweiten Tool geht es darum, euch eigene Songs erstellen zu lassen. Der Schnittlauch, oh so wunderbar. Videoschnitt für dich und mich. Sowohl mit Songtext als auch Instrumental-Version, da gehe ich dann detailliert drauf ein. Und das letzte Tool ist super, um eigene Voice-Over-Aufnahmen zu erstellen. Der Schnittlauch ist für mich der beste Channel auf YouTube. Guck dir das Video bis zum Ende an und erfahre alles über diese coolen Tools und schau dir meine Beispiele an. Das erste Tool, was wir uns angucken werden, heißt Runway. Damit kannst du ganz einfach Bilder zu Videos umwandeln. Du kannst auch Text eingeben und das zu einem Video verarbeiten lassen. Runway rechnet dir in deine Bilder Bewegung rein und macht daraus Videos. Ich gehe mal hier auf diesen Punkt unter Tools Text Image to Video. Klicke hier mal drauf und er geht jetzt hier rein und da sehen wir schon, hier steht Drop an Image or Click to Upload und hier kann ich jetzt einfach per Drag and Drop mir ein Bild reinziehen. Wir sehen hier diesen Leuchtturm, den habe ich mal mit Journey erstellt und wir gucken mal, was er daraus macht, wenn ich einfach auf Generate gehe. Jetzt rendert er erstmal wieder ein bisschen, das dauert immer seine Zeit, weil ich halt eben keinen Bezahl-Account habe. Wir sehen hier oben auch meine Credits, die dann irgendwann aufgebraucht sind und dann müsste ich entweder dafür bezahlen oder halt eben nicht. Für mich ist Runway momentan noch eine Spielerei, die man hier und da gegebenenfalls nutzen kann. Ich nutze es momentan nur hobbymäßig, das kann sich aber auch jederzeit schnell ändern. So, er hat jetzt diesen Leuchtturm hier fertig gerendert und ich kann das jetzt hier abspielen. Ich kann das hier auch groß machen, so. Und wir sehen, er erkennt hier diesen Leuchtturm, hat hier auch ganz cool diese Wellen eingebaut, ne, und animiert dieses Bild und wir sehen, das funktioniert ganz gut. Dieses Bild habe ich mir in Midjourney einfach als Still ausspucken lassen und in kürzester Zeit hat er uns hier irgendwie eine leichte Bewegung und Animation draufgelegt und so könnte ich das jetzt theoretisch irgendwo einbauen. Ich habe mir hier auch mal so einen Buddha ausspucken lassen, auch den öffne ich einmal kurz. Das hier kann ich schließen und wir fokussieren uns jetzt mal hier auf unseren Buddha. So, und auch das ist jetzt fertig. Ich kann hier wieder draufklicken, kann mir das im Vollbild anzeigen lassen. Und da sehen wir, das ist nicht ganz perfekt geworden. Ne? Er hat hier eine leichte Kamerafahrt draufgelegt. Hier im Gesicht passiert relativ viel. Das finde ich jetzt etwas unsauber. Würde ich jetzt wahrscheinlich nochmal durchlaufen lassen. Aber so würde ich das jetzt wahrscheinlich nicht einbauen. Ich habe hier noch diesen Jungen, der der Rakete beim Starten zuguckt. Ich lade den hier mal rein. Animate Rocket. Das ist jetzt mein Prompt. Ich kann das hier wieder schließen. Und ich generiere jetzt mal hier ein neues Video von. Und wir gucken mal, was er daraus macht. Wir sehen, er zieht mir hier auch wieder Credits ab. Rechnet das jetzt raus. Und gleich gucken wir mal, ob er diese Rakete animiert bekommt. Um Bilder zu erstellen, könnt ihr Midjourney nutzen. Das habe ich hier gemacht. Da das ein bisschen komplexer ist, kann ich dazu mal ein gesondertes Video machen. Wenn ihr euch dafür interessiert, schreibt das bitte in die Kommentare. Dann werde ich mich darum kümmern, dazu ein separates Video zu machen. Nun hat er hier diesen Jungen, der sich die Rakete beim Start anguckt, animiert. Ich bin ganz gespannt, was er daraus gemacht hat. Wir klicken hier wieder drauf. Lass mir das im Vollbild anzeigen. Okay, und wir sehen hier eine Kamerafahrt, ne? Die Rakete geht so ein bisschen in den Himmel, die Wolken bewegen sich ein bisschen, das sieht alles sehr trippy aus und ist ein ganz cooles Video geworden mit einem ganz coolen Effekt. Und weil wir gerade im Flow sind, werden wir uns hier noch ein Bild animieren lassen und werde das jetzt mal hier mir als Video ausspucken lassen. Natürlich kann es sein, dass das nicht auf Anhieb alles so funktioniert, wie du es haben möchtest, das heißt im Normalfall kann man auch häufiger diesen Schritt, den ich hier gerade ausführe, ausführen und du kannst den Video mehrfach irgendwie ausspucken lassen und wir sehen, dass sich das dann verbessert oder anders aussieht und kannst dann halt die beste Version davon nutzen. Dieses Tool ist momentan noch limitiert, wird aber natürlich immer weiterentwickelt
Und es kommen auch neue Tools dazu. Wahrscheinlich hast du schon mal von Sora gehört. Das ist von den Machern von ChatGPT auch. Also von OpenAI ein Tool. Momentan kann man es noch nicht nutzen. Es ist gerade in der Beta-Phase und wird getestet. Aber irgendwann wird es möglich sein, mit diesem Tool zu arbeiten. Und das kann dann wahrscheinlich noch ein bisschen mehr als Runway momentan zu bieten hat. Sobald dieses Tool irgendwie frei zugänglich ist, werde ich dazu auch ein Video machen. Wir gucken uns jetzt aber erstmal an, was er hier aus dem letzten Bild gemacht hat. Machen das wieder auf groß. Okay, und wir sehen, da hat er einen coolen Lichteffekt eingebaut. Ne? Er bewegt hier leicht die Hand, das sieht ganz geil aus. Die Brille leuchtet kurz rot auf. Er bewegt auch leicht den Kopf, das ist eine ganz leichte Bewegung drin. Das ist ein ganz cooles Video geworden, was wir jetzt so einfach für Social Media oder Ähnliches nutzen könnten. Das nächste Tool, was ich vorstellen möchte, nennt sich Suno. Mit Suno kannst du relativ einfach Songs erstellen lassen. Wahrscheinlich hast du es schon mal bei Instagram oder TikTok gesehen, dass momentan viele so eBay-Kleinanzeigen-Chats als Lied dargestellt werden. Das wird dann alles hier mit Suno gemacht. Mit Suno kann man ganz tolle Songs erstellen lassen. Ich gehe hier mal rein. So sieht das aus, wenn wir hier reingehen. Und jetzt kann ich hier auf den Punkt Create gehen, wo ich dann erstmal eine Übersicht der ganzen Songs sehe, die ich schon erstellt habe. Ihr seht, ich lasse die Songs auch häufiger erstellen, kann dann hier theoretisch einen Prompt eingeben. Ich kann hier auch auswählen, ob ich ein Instrumental haben möchte oder einen Song mit Text. Ich möchte jetzt mal einen Song mit Text haben und ihr könnt hier theoretisch oben auf Custom gehen, wenn ihr einen eigenen Text habt und eure Lyrics hier eingeben. Wenn ihr das nicht habt, dann könnt ihr hier einfach über den Prompt eingeben, was ihr für einen Song haben möchtet. Ich gebe jetzt mal hier ein, der Schnittlauch. Ich mache jetzt einen Bindestrich und gebe dahinter ein, was das für eine Musikrichtung sein soll. Ich lasse mir jetzt mal einfach einen Schlagersong ausspielen, weil das vielleicht ganz lustig sein könnte. Schlager. So. Jetzt gehe ich hier auf Create. Das dauert immer ein bisschen. Und da hat er schon den ersten ausgespuckt, der Schnittlauch. Ich mache das mal an. Schnittlauch, Schnittlauch, lernen ist so Spaß. Mit deinen Tipps wird alles klasse. Gut, das ist so halb eingängig, ne? Natürlich irgendwie auch super deutsch, lernen ist so Spaß. Passt noch nicht so hundertprozentig, ne? Wir können den Prompt hier auch ein bisschen vereinfachen und einfach eingeben. Auch das mache ich mal wieder als Schlager. Kreiere das nochmal neu und mal gucken, was er dann daraus macht. Vom Schnittlauch lernst du schneiden, die grünen Blätter fallen, mit scharfem Messer gleiten, so soll das Schneiden sein. Das ist ganz nett, aber vielleicht ein bisschen zu viel Gartenbezug. Jute Pick auf Play, Schnittlauch zeigt dir den Weg. Im Cut und jeden Take lernst du hier Schlag auf Schlag. Da verstehe ich nur die Hälfte, das ist auch leider nix. Auf ein neues. Der Schnittlauch, oh so wunderbar. Videoschnitt für dich und mich. Der Schnittlauch zeigt uns, wie es geht. Mit jedem Klick. Ein neuer Trick. Ja, das geht jetzt schon so in Richtung WM-Hit. Ja, kann man wahrscheinlich so irgendwie verwenden. Wir können natürlich auch Instrumental-Versionen erstellen lassen, ne? Wenn wir zum Beispiel einen Song brauchen. Ich mache mal hier Hip-Hop-Beat, gebe ich mal ein. Hip-Hop-Beat. Leute, Hip-Hop-Beat. Wenn ich jetzt hier auf Create gehe, dann sollte er uns eigentlich eine Instrumental-Version bzw. einen Hip-Hop-Beat ausspucken, den wir dann theoretisch auch nutzen können. Wenn du jetzt irgendwas erstellt hast, was dir gefällt, dann kannst du natürlich ganz easy hier deinen Song downloaden, einfach hier auf den Reiter klicken und dann auf Download gehen und dann lädt er den Song runter. Und ich kann diesen Song dann theoretisch auch in meinem ganzen Schnittprogramm nutzen, was natürlich ein großer Vorteil sein kann. Also hier in Suno, super starkes Tool, was euch relativ einfach Songs und Instrumentals erstellt. Nun komme ich zum letzten Tool, was ich vorstellen möchte. Ich hatte schon mal ein separates Video dazu gemacht. Das nutze ich gerade selber relativ viel für meine Arbeit.
Das nennt sich 11 Labs und dort könnt ihr ganz einfach Voice-Over-Aufnahmen erstellen lassen und die dann für eure Projekte nutzen. Wir können hier unter Voices verschiedene Sprecher uns aussuchen. Ich habe mir hier schon ein paar reingeladen, kann jetzt hier meinen Text eingeben. Ich gebe hier mal ein, mit diesen KI-Tools bist du ganz vorne mit dabei. Vielleicht ein Ausrufezeichen noch dahinter. Jetzt kann ich hier meine Sprecherin oder meinen Sprecher auswählen. Rachel ist momentan angewählt. Ich kann hier drauf gehen und kann hier einen anderen Sprecher auswählen. Wen wir hier auch finden, ist Rainer Winkler, aka Drachenlord. Ich lasse das jetzt mal von ihm mir quasi vorsprechen. Mit diesen KI-Tools bist du ganz vorne mit dabei. Genau. Und wir hören, er spuckt uns in seiner Stimme dann hier etwas aus. Du kannst natürlich auch andere Sprecher wählen. Ich nehme jetzt mal Lorenz. Mit diesen KI-Tools bist du ganz vorne mit dabei. Einige Sprecherinnen und Sprecher kannst du nur nutzen, wenn du für die Version bezahlst und keine Free-Version nutzt. Bei der Free-Version hast du einige Zeichen, die du erstmal verwenden kannst, bevor du nicht mehr weitermachen kannst und dir dann eine Bezahlversion holen müsstest. Wenn uns jetzt hier unser Voice-Over gefällt, was wir hier haben einsprechen lassen, dann können wir auch hier einfach auf Download gehen hier unten und können uns das runterladen und in unsere Projekte reinladen. Wenn dir dieses Video gefallen hat, lasse mir einen Daumen nach oben da und abonniere meinen Channel, damit du auch in Zukunft keines meiner Videos verpasst. Vielen Dank und bis bald.